Alles Gute zum Geburtstag, mein Lieber. Alles Gute zum Geburtstag wünschen wir heute dir. Singen kann ich leider nicht, aber das weißt du. Aber trotzdem, mein Lieber, alles Gute zum Geburtstag. Ob die zwei Bienen am Flugloch schmusen? Ich glaube, die treiben heute, die treiben, glaube ich, die Beanies raus. Die Drohnen treiben sie gerade raus. So wie das aussieht. Du hast keine mehr im Volk? Auch doch so ein oder zwei sind noch im Volk drinne, Carnifex. Aber das liegt bei euch aber auch daran, oder bei dir, weil das bei euch ja auch ein bisschen wärmer ist, ne? Bei euch ist ja die Population 2, 3 Wochen vor, ne? Schniedelpommes, moin! In 2 Völkern sind noch welche und das war's dann auch. Hier ist ja auch noch eine. Da ist einer. Hier oben ist. Oh, Entschuldigung, Meister, das wollte ich nicht. Da ist noch einer. Hier unten haben sie schon eine rausgetrieben. Samstag ist bei dir Tag der Wahrheit, ob die legefaule Königin noch lebt oder eine neue da ist. Milo, dann drücke ich dir auf jeden Fall alle Daumen, die ich habe. Und hoffen wir mal, dass es funktioniert hat, ne? Sonst musst du die vereinen. Nicht verneinen, vereinen. Was genau für Funktionen gibt es denn im Bienenstock? Königin, Arbeiter, Drohne? Was noch? Die Drohnen, Teufelsweib, sind dafür da, um ein Gleichgewicht im Bienenstock zu halten und um die neue Königin zu begatten. Warum ist eine Biene tot? Schneepommes, das kommt normal vor. Die hat, wie gesagt, ihr Lebenszyklus beendet. Und wenn ihr jetzt mal hier hinguckt, warte mal, ich zeige euch das mal. Guckt mal da unten auf den Holzklotz hin. Da vorne. Da treibt gerade eine Biene. Der treibt, zack, und jetzt hat sie die rausgeschmissen. Jetzt liegt sie da unten auf dem Boden. Weil die Bienen sind jetzt, die Drohnen sind jetzt die unnötigen Fresser im Volk. Die Drohnen sind die unnötigen Fresser im Volk jetzt um die Jahreszeit und deswegen werden die rausgetrieben. Ne? Meine Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Heute wollen wir mal ein bisschen Raubtierfütterung machen. Und nochmal einmal durch ein, zwei Völker durchgucken. Und dann mal gucken, wie weit wir heute kommen. Und wie warm das heute wird. Genau, die faulen Kerle werden irgendwann rausgeworfen. Du bist gleich für Gleichberechtigung im Bienenstock. Tugend? Das glaube ich dir. Aber wie gesagt, ein paar Drohnen, Eliteadler, moin. Ein paar Drohnen, upsie, bleiben ja auch im Bienenvolk drinnen, ne? So ist es ja nicht. Uiuiui. Genau. Das ist ein kompletter Frauenhaushalt. Oder fast ein kompletter Frauenhaushalt. Ach ja, da war schon wieder eine. Da war ich, habe ich nicht schnell genug reagiert. Aber müssen wir eben kurz. Mal schauen wir mal. Wenn die Bienen Kneipen haben, dann könnte man dort die Drohnen hinbringen. Naja, Schniedelpommes. Wie das Verhältnis ist von Arbeiterinnen und Drohnen? Oh, sagen wir mal 5% Drohnen sind im Bienenvolk drin. So 5000 vielleicht in der Hauptsaison.
Können aber auch mehr sein, je nachdem. Das entscheidet jedes einzelne Bienenvolk alleine, ne? Was für die am besten ist, ne? Joanna, guten Morgen. Paumacher, moin. Ja, Teufel 2. Aber du musst ja sehen, wenn du jetzt so 50, 60.000 Bienen im Bienenstock drin hast, ne, da sind 5.000 schon ein bisschen wenig, ne?